Jesus wollte nicht von Menschen bejubelt werden. Er wollte ganz einfach und schlicht sein. Wenn du messianisch leben willst, werde schlicht und einfach wie Johannes der Täufer oder wie die anderen Weihnachtsgestalten, Adventsgestalten drumherum. Du musst nicht den Normen unserer Gesellschaft entsprechen. Mit Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten. Unser Herr kommt auf einem Esel. Siehe, dein König kommt. So? Ja, ich habe gedacht, er kommt auf einem Elefanten oder einem Kamel. Oder mit dem Flugzeug. Oder wie auch immer. Ja, Jesus kommt ganz einfach und schlicht. Kannst du in der Schlichtheit, in der Einfachheit die Größe Gottes sehen, der sich so verkleinert in einem Bambino? Jesus hat kein großes Interesse, der Welt was zu zeigen. Nur die gläubig sind, die an das Nichts glauben, an das Nichts, hast du richtig gehört, aus Nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ja, die an das Nichts glauben, die erleben den Messias. Die werden nicht manipuliert, die glauben auch gar nicht an irgendeinen Zufall oder irgendwelche Lügengeschichten. Nein, die glauben, der Herr kommt und er wird sein Reich aufbauen und sein Reich wird weitergehen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Bis heute, über 2000 Jahre oder fast 2000 Jahre sind wir schon unterwegs. Die Gemeinde Jesu existiert immer noch. Die wurde verfolgt, die wurde drangsaliert, die wurde vertrieben, die wurden als Ketzer und Hexen verbrannt. Was so alles mit den Gläubigen geschehen ist. Und die Gemeinde Jesu lebt immer noch. Und Jesus kommt für seine Gemeinde. Wenn jetzt Jesus kommt nicht für die Welt. Warte nicht, dass er für die Welt kommt. Zuerst kommt er in den Wolken des Himmels und holt die Seinen nach Hause. Die Treuen, die Bewährten, die auf den Messias gewartet haben, die auf das Reich Gottes warteten und die aus diesem Glauben heraus lebten. So kommt der Herr wieder auf diese Erde für die Gläubigen. Und dann werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Lob und Dank. Das ist messianische Erwartung. Und die anderen bleiben hier. Und dann erst nach einer gewissen Zeit, lies mal die Bibel, das ist ein Thema für sich selbst, da wird der Herr sein Reich hier aufrichten unter den Menschen. Da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Was auch alles gewesen ist, das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu, steht in der Bibel. Neuen Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neue Schöpfung. Alles ist neu, preist dem Herrn. Der Messias ist da. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Werke Satans zu zerstören. Und du bist gekommen, dein Reich aufzurichten, das Reich der Liebe, der Güte, der Barmherzigkeit. Du bist gekommen, Herr Jesus, hier eine messianische Zeit uns zu bringen, dass wir jetzt schon, ja, wie messianische Menschen leben. Einfach das Reich Gottes ist inwendig und uns und unter uns. Herr, du bist da, deine Gegenwart ist da und wo du bist, Herr, da ist Herrlichkeit, da ist der Himmel da, da müssen wir nicht mehr viel warten auf irgendwelche große Offenbarungen oder Erscheinungen oder Zeichen oder Gefühle oder Eindrücke. Das Reich Gottes ist da, wo zwei oder drei sich in Jesu Namen versammeln und Jesus anbeten. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Und wenn Menschen schwach sind, krank sind, sie können den Namen des Herrn anrufen und sie werden gerettet. Der Messias ist da, Jesus Christus. Herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Danke, Herr. Amen.